Heute vergleichen wir den Revlon Pro Salon One Step Hair Dryer und Volumizer mit dem iBessa One Step Hair Dryer und Volumizer. Und obwohl beide Geräte augenscheinlich identisch wirken, unterscheiden sie sich tatsächlich in recht wesentlichen Eigenschaften, die wir heute ins Visier nehmen und eben auch die Frage beantworten, ob es sich lohnt, ungefähr den doppelten Preis für das Markengerät zu bezahlen. Die Warmluftbürste von Revlon erfreut sich ja derzeit großer Beliebtheit, weil sie einem dazu verhilft, ein Blowout-Styling wie aus dem Friseursalon selbst zu kreieren, ohne dafür eine Rundbürste und einen Föhn zu benötigen. Durch den großen, allerdings fest verbauten Aufsatz werden viele Haare auf einmal sowohl entwirrt als auch getrocknet, sowie auch noch gestylt. Sie werden glatter, gebändigter und ihnen wird natürlich auch noch Volumen versehen, je nachdem, wie man arbeitet. Die vielen flexiblen Kunststoffborsten entwirren das Haar zuverlässig und die zusätzlichen Nylonborsten, die sich nur an den äußeren Kanten befinden, straffen das Haar während des Föhnvorgangs, sodass es langfristig geglättet wird. Nach demselben Prinzip funktioniert natürlich auch die Bürste von iBessa. Es gibt allerdings Unterschiede, die durchaus genannt werden sollten. Manche sind mehr, manche weniger kaufentscheidend. Die Bürste ist zum Beispiel größer als die von Revlon. Um 1-2 cm ist sie länger, aber auch das Kabel unterscheidet sich in der Qualität. Es ist nicht ganz so verknotet, wirkt etwas wertiger und hat auch einen Kabelbinder befestigt. Darüber hinaus gibt es eine Öse zum Aufhängen, die könnte größer sein. Bei Revlon ist sie erst gar nicht zu finden. An der Unterseite beider Geräte befinden sich die Lüftungsschlitze, wobei es bei Revlon auch noch welche an den Seiten gibt. Da beide aber durch so ein Mesh geschützt sind, wird es hoffentlich nicht dazu kommen, dass Haare verbrennen. Direkt darüber befindet sich der An- und Ausschalter bei Revlon. Muss man gegebenenfalls suchen, während er bei iBessa dann ganz traditionell am Handstück auf Daumenhöhe positioniert ist. Erfreulicherweise wird hier auf dieses pinke Plastikteil verzichtet, das die Schrauben überdecken soll. Allerdings wirkt es sehr billig und könnte langfristig auch ein Schmutz- und Haarfänger sein. Ansonsten ist Form und Größe des Bürstenkopfes bei beiden Geräten nahezu identisch, außer dass iBessa seinem Gerät diesem Cool-Grip-Hütchen obendrauf noch so Rillen gespendiert hat, sodass man ein bisschen sicherer fassen kann. Bei beiden Herstellern sind die Bürstenköpfe mit einer Keramikschicht versehen, die bestenfalls das Haar schützen soll, allerdings werden alle beide sehr, sehr heiß. Die langen Kunststoffborsten sind bei Revlon flexibler, wiederum die kurzen Nylonborsten starrer und pieksender. Sie sind unangenehmer beim Durchbürsten und ziehen durchaus auch mehr Haare mit heraus. Abschließend aber der wichtigste Unterschied zwischen beiden Geräten, der auch kaufentscheidend sein kann, denn Revlon arbeitet mit 800 Watt und iBessa mit 1000. In der Praxis merkt man diese Differenz deutlich. Das Gerät pustet mehr, ist zwar minimal lauter, dadurch ist man ist allerdings deutlich schneller fertig und es ist schonender für die Haare. Die Warmluftbürste von iBessa hat mich daher nicht nur vom Preis her überzeugt, sondern in allen kleinen und wichtigen Details ist sie meiner Meinung nach Revlon überlegen. Es gibt sie auch in weiteren Farben und grundsätzlich gefällt mir die matte Optik zudem auch besser als das glänzende Schwarz bei Revlon. Etwas Glück erwischt man sie für unter 25 Euro. Der Preis ist gerade bei dem Gerät aber sehr dynamisch und gerade aktuell vor Weihnachten sind beide Geräte ungefähr 10 Euro teurer als sonst.